die Fälschung! Ich bin die Fälschung!
ein neues Magazin. Das. Versuchen wir es mal. Tritt etwas zurück. Wie schon gesagt, neue technische Spielereien. Ja, es funktioniert. Hoffe ich. Ist alles in Ordnung, Tennis? Nur noch ein kleines bisschen. Oh, hervorragend, es hat funktioniert. Habe ich Lilith ja gesagt. Sir Hammerlock hat mir mal gesagt, dass man beim Jagen einer Bestie ihr am besten die Nahrung entzieht. Hungernde Kreaturen machen Fehler. Jetzt wird Tyreen Calypso keine Kraft mehr aus dem Kammermonster ziehen können. Was zum Geier? Hast du gerade echt das Kammermonster umgenietet? Jetzt war alles umsonst. Oh, ich hab so einen Hunger. Ah, dann muss ich wohl ein paar Tinks leer schlürfen. Schmecken wie Knabberkrabben. Nur lauter. Ihr Typen seid der letzte Dreck. Wisst ihr das? Absolut unfair. Jetzt sind wir wohl alleine. Du kannst tiefer in die Kammer gehen, um deine Beute einzusammeln. Ich sehe mir derweil die iridianischen Technologien an. Mit der von dir geöffneten Prometea-Kammer verbunden. Und mit Pandora. Da ist doch noch ein viertes Kammersymbol, das ich nicht kenne. Hat Tyreen Calypso etwa die Wahrheit über die große Kammer gesagt? Beunruhigend. Na los, wir kehren zusammen zur Sanctuary zurück. Ich muss Lilith davon erzählen. Thank you.
Kammerjäger, wir sollten etwas besprechen. Facelock aus dem Nichts! Beunruhigend. Jetzt, Dai! Tu es! Tennis! Oh, ich stecke in Schwierigkeiten. Und weg ist sie. Oh, Mann. Als ihr das Monster umgenietet habt, dachte ich, verdammt! Aber wir haben Größeres im Visier. Lilith, die Kalypsos haben sich gerade Tennis geschnappt. Nein, verdammt! Kammerjäger, ich brauch dich sofort auf der Sanctuary. Ich hätte es wissen müssen, damit rechnen müssen. Das ist genau das, was ich befürchte. Red nicht über Tennis, als wäre sie schon tot. Wir haben noch Zeit. Wir fangen eine Übertreibung. Natürlich. Wir haben eure Wissenschaftlerin. Wenn ihr sie leben wiedersehen wollt, muss ich euch enttäuschen. Ja, weil du Ärsche frisst. Skag-Ärsche. Wir sind's. Habt ihr's erraten? Coole Masken, oder? Vorbestellerbonus. Dai, die Spendenaktion. Spoiler-Alarm! Wir stehen irre kurz davor, die große Kammer zu öffnen. Wir haben den Schlüssel und er ist riesig. Es ist ein Haufen Iridium nötig, um ihn aufzuladen. Dafür sammeln wir Spenden. Und weil unsere Anhänger immer ausrasten, wenn wir einen von euch opfern, haben wir abgestimmt. Ist es zu fassen? Schräge Wissenschaftlerin stand ganz oben auf der Mordwunschliste. Knapp vor nerviger Roboter, aber nur ganz knapp. Apropos Mord, Carnivora ist hungrig. Gleich beginnt die Show. Das wird mörderisch gut. Tennis. Wenn wir nichts unternehmen, werden sie sie umbringen. Tennis hat alles riskiert, um Taryn von diesem Kammermonster fernzuhalten. Sie hat mehr verdient, als zur Unterhaltung von zwei Psychopathen zu sterben. Wir gehen zurück nach Pandora. Kammerjäger, rette sie! Die Kalypsos haben eine Carnivora erwähnt. Such Warn auf. Ich habe ihn zu einem alten Außenposten der Crimson Raiders in Devil's Razor geschickt, um die KDK zu beobachten. Er weiß bestimmt, was da abgeht. Du schaffst das, Kammerjäger. Du Tier, du. Geh und rette die Wissenschaftslady. Hallo?
einem Außenposten namens Rolands Grab. Warner wartet dich dort. Hi. Hallo. Ich lebe noch. Vorläufig. Offenbar sind Iridiana-Professorinnen so begehrt wie Kammerschlüssel. Oh, Galgenhumor beiseite. Ich würde es begrüßen, gerettet zu werden, bevor sie mich zur allgemeinen Belustigung foltern und töten. Ich habe zwar noch einige Asse im Ärmel, aber damit erreiche ich wohl nur, dass ich auf eine andere Art sterbe. Gewesen zu sein. Nach Devil's Razor geht's da lang. Aber du musst dir den Weg freikämpfen. Du wirst sowas von sterben! Habe ich deinen Feierhof zerpflückt und wie einen totgefahrenen Skag liegen lassen. Oh, weißt du noch? Eine tolle Zeit. Oh, und dann habe ich eure Sirenenfreundin kalt gemacht. Die mit den blauen Haaren. Den Namen weiß ich nicht mehr. Martha... Mag... Die Tote eben. Und jetzt haben wir eure Nerd-Tussi entführt. Ihr müsst zugeben, wir sind echt gut darin, euch auszunehmen. Ja, eure Crimson-Diebesgilde liegt in Schutt und Asche und Innereien. Bald werden wir Götter sein. Und tschüss! Willkommen bei meinem neuen Clan, der Brustbefreiungsallianz. Nur Spaß. Es leben die Crimson Raiders. Kennst du mich noch, Vaughn? Wie könnte ich meinen Banditen-Bro vergessen? Schön, dich zu sehen. Ich bin echt froh, dass du hier bist. Diesen Ort zu verteidigen ist die Hölle, seit Troy Calypso mit seinen irren Kräften unsere Geschütze geschnappt hat.
Mit dir habe ich gelebt. Oh, stimmt, die Mission. Okay, Lilith hat gesagt, du wärst hier, um Tennis zu retten. Wenn Carnivora sie hat, musst du dich beeilen. Wer ist denn Carnivora? In Gedanken töte ich ihn oder sie jetzt schon? Was? Nicht wer? Carnivora ist ein Festival, das von zwei Mordstreamern organisiert wird. Pain und Terror. Du findest es in den Splinterlands, Bro. Carnivora ist der beliebteste Fanstream in der Galaxis, Bro. Pain und Terror nehmen für die Kalypsos und hohe Einschaltquoten Mordwünsche entgegen. Ich kann dir helfen, nach Carnivora zu kommen. Rein ist eine andere Frage. Kammerjäger, ich weiß, ich muss dir das nicht sagen, aber wir verlieren niemanden mehr. Mistverdammter! Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal irgendwen von euch leiden könnte. Ja, ich rette sie. Mein bevorstehender Mord versetzt die Kultisten in Ekstase. Sie kommen mit Armen voller Iridium und brüllen meinen Namen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich bei diesen Spinnern so beliebt bin. Tja, man weiß nie, wer einen alles bewundert. Du hast die Splinterlands erreicht! Der Carnivora müsste noch in der Nähe sein. Das Festival zieht durch Pandora immer dorthin, wo genug Irre die Ränge füllen. Sie sind schon seit einer Weile hier draußen, also muss das Opfergeschäft wohl brummen. Du wirst es schon erkennen, wenn du es siehst.
dieser Party fließt verdammt viel Blut. Ja, da bist du richtig. Carnivora ist übrigens mega exklusiv. Da kommen nur die engagiertesten Anhänger rein. Du wirst also deinen Wagen als Opfer spenden müssen. Übergib dein Todesgefährt zur Beurteilung. Nur die Auserwählten dürfen rein. Kuh mit einem Benzo treffen.
Wunsch gewährt. So stehe wie wir.
brutal! Holt euch diesen alten Mann! Weiter vorne. Ist gut für den Körper. Meinen Körper, genauer gesagt.
schön und pissig. An die Arbeit, Drohne! Meiner Rettung voran. Ich kann Sägeblätter hören. Ich frage mich, wie viele Umdrehungen pro Minute nötig, um menschliches Blut beim ersten Kontakt zu vernebeln. Ich halte euch auf dem Laufenden. Let's go.
Das wird gut tun. Kammerjäger, die Übertragung von Carnivora im Echonet hat begonnen. Die Opferung geht gleich los. Lass dich nicht aufhalten. Rette Tennis!